Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Feed the Beast Unstable 1.14 mit mir, dem Kirsch. Genau, aha. Nein, ich habe jetzt die ganze Zeit hier schon wieder mal rumprobiert, weil ich hatte mir jetzt wirklich noch ein Tutorial angeguckt gehabt von hier den Simple Storage Network. Da hatte ich jetzt probiert, bis es mal ging. Jetzt habe ich auch den Trick rausgefunden. Entweder ist das jetzt in dieser Version noch buggy, was möglich sein kann. Wir werden dann auch wahrscheinlich mit diesen Drawern arbeiten. Uns dann ein gutes Lagersystem mit herstellen und halt auch noch mit diesem Furnace Generator. Jetzt, dank nochmal an Dark Evil Craft, jetzt habe ich es, glaube ich, dann kapiert, wie es funktioniert. Hoffe ich zumindest. Hopefully. So, also gucken wir nochmal ganz kurz bei MC Furnace. Zum Beispiel, wir gucken mal bei den Eisen. Da brauchen wir bloß eine Empty Map und Eisen Ingots. Emerald wäre natürlich nicht verkehrt. Aber Diamanten können wir mal kurz gucken. Also, wir machen mal Diamanten. Wir brauchen eine Empty Map. Da brauchen wir Zucker bzw. Papier. Ja. Das war nicht so geplant. Aber gut, dass ich hier eine kleine Zuckerrohrfarm habe, die per Hand abgearbeitet werden muss. So. Okay, dafür brauchen wir einen Kompass. Also müsste ich erstmal am besten wirklich Eisen und Redstone machen. Das wäre das Optimale. Gibt es ja auch Obsidian. Ja, kann man auch machen. Cool. Dabei, da kann man nämlich diese Void Upgrades machen, dann später beim den Drawn. Aber wie schon gesagt, wir machen jetzt erstmal... Wir machen Eisen. Eisen, da fehlt noch einer. Einer fehlt noch. Nein, das ist Aluminium, bitte. Sehr schön. Okay. Nein, ich brauche ja noch für einen Kompass 4. Genau. Oh, wow, genau. So, wir brauchen erstmal einen Kompass hören, aber okay. Sub. Und dann brauchen wir die Empty Map. Und dann das Eisen drumherum. Aha. Und jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, generiert dieser Furnace Generator uns einfach mal so aus den Template oder Extractor Card Eisen. Ob es jetzt nur Ingots sind, ich weiß es noch nicht. Wir machen uns jetzt mal noch schnell einen Hopper. Hopperdihopp. Und haben wir noch Gold genügend? Ja, da machen wir nämlich gleich mal noch eine Gold Chest dran. Einfach mal so. Das wird ein Spaß, das alles umzumodeln, anzurichten. So. Und jetzt einfach bloß das Extractor Card hier reinlegen. Jawohl, wir kriegen... Cool. Cool Sache. Das ist wirklich eine coole Sache. Gut, dass wir Diamant gleich gemacht haben. Gibt's auch Kohle? Ja, weil da können wir nämlich unsere Generatoren automatisch befüttern. Oh, das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß, die nächsten Folgen, das Ganze zu automatisieren. Okay, die verbraucht sich aber. Aber wir gucken mal, wie viel wir da rausbekommen. Anscheinend kriegen wir da ein Stack raus. Also ich sag mal so, man kann damit dann arbeiten. Aber jetzt kommt das erstmal das Wichtigste noch nebenan. Und zwar wegen den Storage Network. Das war natürlich für mich jetzt gerade die Krux, das rauszufinden, wie das gut funktioniert. Ja, hier das werde ich wieder zumachen. Denn am Anfang werde ich das wahrscheinlich hierhin wirklich machen.
Du musst jetzt erst einmal ein Kabel legen. Genau, aha, ein Kabel. Das war jetzt nämlich die schwerste, das herauszufinden. Dann muss nämlich erstmal der Storage Master ran. Anders verbindet das sich nicht. Also erst ein Kabel legen und dann. So, jetzt nehmen wir gleich mal unseren Storage Remote an und rechtsklicken da drauf. Und jetzt können wir uns hier ein Lager bauen, Lagersystem bauen, würde ich mal sagen, ja. Hier haben wir ja noch ein bisschen Platz. Hier müssen wir dann einen schönen Fußboden reinmachen. Aber jetzt sage ich mal, wir brauchen auf jeden Fall weil hier würde ich auf jeden Fall Kisten hinsetzen. Gucken, ja, hat sich verbunden. So, und jetzt können wir das natürlich hier anschließen. Aha. Jetzt können wir unser ganzes Zeug hier reinlegen. Beziehungsweise wir können es sogar hier reinlegen. Und dann können wir halt sagen, hier, wir nehmen Potato on a Stick. Und können uns die so rausziehen. Ah, ich liebe das. Ja, das gleiche können wir dann sogar noch mit den Drawern machen, wenn wir uns dann noch ein Drawer-Lagersystem machen. Da müssen wir halt bloß dann den Drawer-Controller bauen. Und halt diesen dann mit einem Link-Cable verbinden. War es das jetzt? Ein Link-Cable? Ich glaube jetzt nicht, aber wir gucken mal. Add Simple Storage. Und zwar, das war dann eher das Filtered Link-Cable. Ja, weil wenn, dann wäre es wirklich das Filtered Link Cable, weil mit denen müssen wir das sozusagen die Priorität erhöhen. Dass das in den Drawer als erstes einlagert. Wir probieren es einfach mal, beziehungsweise kann ich den nicht schon hier bauen. Observer. Cobblestone fehlt. Weil dann werde ich das nämlich jetzt hier zwischenzeitlich offscreen hier alles rüberholen. Die ganzen Kisten. Gut, mit dem Bambus habe ich auch jetzt eine schöne Farm rausgefunden. Aber dadurch, dass wir jetzt das mit den Cards haben hier. Jetzt gucken wir mal. Ein Stack aus einer Card hat 8 gekostet. Wenn wir uns die jetzt mal gleich da drüben reinmachen. Wir brauchen ja bloß eine Kohle. Für einen Stack. Dann brauchen wir bloß noch einen Hopper. Ich habe das Eis natürlich drüben liegen lassen. Schlaumeier. So. So. Wer so sagt, weiß nicht, was er machen soll. Ich kann von hier drauf zugreifen. Ich brauche nicht rüberrennen. Ah, das ist so schön. So, jetzt einfach nur die Kohle drauf und das rein und dann kriegen wir nämlich 2 Stacks Eisenerz raus. Und dann können wir uns halt wiederum mehrere machen und dann halt mal gucken, Autoklicker, Click Machine. Okay, da müssen wir erstmal ins End. Mal gucken, Add. Klick. Okay, das hat nur die einen Block. Könnte man später mal ausprobieren. Block Breaker, das hat mir alles hier schon durch. Oh ja, das macht noch einen Spaß. Das wird jetzt die nächsten Folgen einen Spaß machen, das alles hier umzusetzen. Vor allem, ich sage nächste Folgen, wir haben ja noch gute 10 Minuten.
So. Gleich mal hier ein bisschen wieder einsortieren. Ach stimmt ja, das gibt es ja hier drin nicht. So. Dim, 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 sup. Und da, siehst du mal, da haben wir auch schon so vieles geschafft, ja, wieder in der Folge. Wir haben erstmal das mit den Karten rausgefunden, dass das gut geht. Damit bin ich ja schon mal sehr zufrieden. Danke nochmal an dir. Danke, einen großen Dank nochmal an dich, Evil Craft. Ja, schön. Mir schweben meine Sachen vor dem Gesicht. Das ist natürlich schwäbisch. Ne, die Goldschatz würde ich gerne gleich im Inventar behalten. Na, dann können wir die nämlich auch drüben, können wir die gleich drüben anschließen. Genau, suchen nach Anzahl, da sehe ich nämlich, was ich viel habe, was ich wenig habe. Oh yeah. Aber eigentlich das Schlimmere ist eigentlich, dass ich hier gerade nicht drinne craften kann. Just. Das haben sie anscheinend noch nicht mit reingenommen. Ne, die haben bloß den E-Normalen. Aber anscheinend haben sie den mit der Reichweite Unendlichen gestellt. Gut, das stört mich jetzt persönlich nicht. So, wunderbar. Einwandfrei. Gut, Schwierigkeit ist auf normal. Musste jetzt gerade gucken, nicht, dass ich dann da stehe. Ups, warum? So. Genau, euch kann ich eigentlich auch gleich mal mitnehmen. Habe ich da drüben noch ein paar Setzlinge? Aber jetzt nicht mehr, jetzt kommen sie gleich hier drüben ins Lagersystem. So, und jetzt können wir gleich mal kurz gucken gehen, wie viel Platz wir schon weg haben. Ja. Hier ist ein bisschen was drin jetzt. Oh, es nimmt doch schon langsam Platz weg. Also wir brauchen nochmal am besten 10. 10 Gold-Upgrades. Aber das schaffen wir derzeit noch nicht. Also, Lumber-Eggs.
ist das jetzt meine Offscreen-Arbeit, das auf mal auf Gold abzugraden. Werde ich auch gleich noch die nächsten machen. Vielleicht auch sogar gleich noch Diamant. Mal schauen. Cool. Also wir brauchen... Okay, man schafft mit einer Quote doch nicht komplett alles. Schade. Aber es wird halt zwei Stacks. Und das aus 8. Also ein übelster Gewinn. Jetzt würde noch, jetzt wäre es noch das Gute, wenn wir daraus noch eine Autocrafting hätten. Aber ich denke mal, dass wir das gut hinbekommen. Wir gucken nochmal bei Ad MC Furnace. Was wir auf jeden Fall benötigen. Das brauchen wir. Eisen brauchen wir. Kohle können wir gebrauchen, auf jeden Fall. Da muss ich mal gucken, wie das, was da rauskommt. Können wir gleich mal machen. Wir können, alles klar. Concrete können wir rausholen, cool. Wir können so vieles rausholen. Hier haben wir sogar das Blue Ice, Packed Ice, normales Eis, Schnee. Cool. Sogar Netherquarz können wir rausholen. Oh yeah. Aber jetzt gucken wir erstmal, was aus Kohle rauskommt. So, wir brauchen etwas Paper. Redstone. Und noch ein bisschen Iron. Wir brauchten erstmal eine Glock. Komm, wir machen gleich noch die zweite mit Redstone, um da zu gucken, was da rauskommt. Und Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Da rein. Jetzt bin ich gespannt. Okay, jetzt kriegen wir Kohleerz. Wenn wir kurz gucken. Used. Wenn wir es schmelzen, kriegen wir 1. Und wenn wir es im Crushing machen, kriegen wir... Ja gut, da brauche ich noch Strom. Gut, aber das wäre ein Kreislauf des Lebens. Nochmal kurz gucken. Used. Silent Machine. Ja. Da wir das andere eigentlich quasi jetzt alles über diese Karten herholen können, das andere jetzt bloß noch über die... Ja, müsste gut gehen. Das sieht ja mal schön aus. Und Redstone kriegen wir bestimmt das auch raus. Genau, und das müssen wir jetzt am besten auch. Im Crushing kriegen wir 6. Ja, wenn wir aus 1 6 Stacks rausbekommen. Nicht schlecht. Nochmal hier kurz gucken, Kohle. Da kriegen wir 2 Stacks, ein bisschen Cobblestone und noch ein bisschen Diamanten mit einer geringen Wahrscheinlichkeit. Ja, damit kann man auf jeden Fall leben. Gut, aber nichtsdestotrotz sage ich erstmal an der Stelle. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Danke nochmal an Dark Evilcraft. Und wir sehen uns dann in den nächsten Folgen wieder, wenn wir hier ordentlich mit diesen Karten arbeiten. Dann werden wir uns einige Öfen bauen. Ja, und wir haben eigentlich so gut wie alles schon rübergeräumt. Was ich eigentlich offscreen machen wollte. Schlimm. Ach, da sind die Essenzen. Cool. Gut, aber nichtsdestotrotz. Ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.